Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Jahreshoroskop 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff, die selber Steinbock ist. In diesem ersten Teil gehe ich ausführlich auf eure langfristigen Tendenzen ein. Es ist also euer Erlebnishintergrund für 2018. Im zweiten Teil gebe ich euch einen Überblick über die Highlights und die kritischen Phasen mit den Liebesplaneten. Teil 2 erscheint rechtzeitig bis Neujahr und wenn ihr meinen Kanal abonniert, bekommt ihr eine Nachricht von YouTube, sobald das Video online ist. Natürlich bin ich jederzeit für eine persönliche Beratung für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und alle Infos dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. Dann habe ich eine ganz tolle Verlosung für euch, mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Jetzt wollen wir uns aber eure Sterne anschauen. Euer Herrscher Saturn wird für die nächsten 3 Jahre durch euer Zeichen wandern. Ihr werdet wichtige Entscheidungen treffen und große neue Aufgaben in Angriff nehmen, sowohl beruflich als auch privat. Pluto steht auch in eurem Zeichen und das noch für die nächsten 6 Jahre. Das heißt, viele Steinböcke werden Zeiten des Wandels erleben, in denen sich ganz grundlegende Dinge in ihrem Leben verändern. Auch Lilith steht noch bis August im Steinbock und fordert euch auf, euch treu zu bleiben und eurem Weg zu folgen. Jupiter und Neptun bilden vorteilhafte Aspekte für euch. Das zeigt positive Entwicklungen für euer Sozialleben, die Liebe und auch für die Finanzen. Und Uranus wird ab Mai nach 7 langen Jahren endlich in einen günstigen Aspekt zur Steinbocksonne laufen, was aufregende Möglichkeiten für die Zukunft bringt. Jetzt schauen wir uns euren Erlebnishintergrund für 2018 näher an und wir fangen an mit dem wichtigsten Faktor für euch, nämlich mit Saturn. Er läuft 2018 durch die erste Dekade des Steinbocks, aber auch die übrigen Steinbockgeborenen und die Steinbock-Aszendenten werden diesen Einfluss spüren. Für euch ist das ein 3-jähriger Erfolgsmarathon. Und da steckt ja eigentlich schon alles drin. Erfolg, aber eben auch Marathon. Das heißt, große Anstrengungen und viel Disziplin sind vonnöten, damit ihr gut und gesund im Ziel ankommt. Ihr solltet so bald wie möglich einen Plan für die nächsten 3 Jahre machen und euch fragen, was sind meine Ziele und wie viel Aufwand kann und will ich da hinein investieren? Was ist realistisch? Was könnte schiefgehen? Saturn wird euren Blick streng auf das Machbare richten und wahrscheinlich werdet ihr öfter als sonst besorgt sein, ob das auch alles so klappen kann. Wenn es richtig gut läuft, werdet ihr Großartiges leisten und eure Ziele auch erreichen. Ihr werdet befördert, die Öffentlichkeit wird auf euch aufmerksam, man erkennt euch als Autorität auf eurem Gebiet an, ihr erlebt einen Höhepunkt eures Erfolgs. Und wenn ihr gerade erst anfangt, könnt ihr jetzt den Grundstein für einen knapp 30-jährigen Erfolgszyklus legen. Im ungünstigen Fall kann Saturn mit Frustration und Verzögerungen einhergehen und auch mit mentaler und physischer Erschöpfung, Stichwort Burnout. Das könnt ihr verhindern, indem ihr mit Disziplin, Ruhe und Konzentration vorgeht und dafür sorgt, dass ihr in eurer Mitte bleibt. Und ihr müsst eure Zeit gut einteilen, damit es nicht zu viel auf einmal wird. Außerdem braucht ihr Unterstützung. Überlegt euch schon mal, wer euch helfen kann oder ob ihr vielleicht noch zusätzliche Mitarbeiter einstellen könnt, denn das Arbeitspensum wird enorm sein. Am besten, ihr betrachtet euch wie einen Leistungssportler, der hart auf ein sportliches Ziel hin trainiert. Da kann man sich keine Exzesse leisten. Man muss sich gut ernähren, auf Drogen verzichten, man muss regelmäßig trainieren, aber auch regelmäßig Pause machen, damit man sich nicht verletzt. Und man muss sich seine Kräfte gut einteilen. Für eure Liebesbeziehungen heißt das, dass vieles von euch abhängt und dass ihr nicht die Verantwortung auf euren Partner abwälzen könnt. Allerdings hilft es euch jetzt sehr, wenn ihr einen verständnisvollen Partner habt, denn ihr könnt jede Unterstützung gebrauchen. Genau wie ein Marathonläufer dankbar ist, wenn man ihm Wasser reicht oder ein Tuch zum Schweiß abwischen oder einfach, wenn man ihn anfeuert. So braucht ihr jetzt auch eure Leute, die euch anspornen und euch Mut machen. Deswegen müsst ihr mit euren Beziehungen und Freundschaften super bewusst umgehen. Und das ist nicht einfach, denn wenn man Druck von Saturn bekommt, kann man ganz schön unwirsch im Umgang werden. Wenn ihr mit eurer Arbeit beschäftigt seid, dann seid ihr wie in einer anderen Welt, praktisch unerreichbar für eure Lieben. Das wird besonders schwierig, wenn euer Partner sehr anhänglich ist oder vielleicht selber Hilfe braucht und ihr seid dann nicht da. Wenn sich solche Situationen häufen, kann das sogar zur Trennung führen. Damit der Spaß und die Lebensfreude nicht zu kurz kommen, müsst ihr euch vornehmen, euch auch einmal was Gutes zu tun und dafür auch Termine im Kalender freihalten, wenn es sein muss.
Dabei solltet ihr dann unbedingt eure Familie und euren Partner mit einbeziehen, damit die wenigstens etwas von euch haben. Wenn ihr Solo seid, hat das für euch zumindest den Vorteil, dass ihr euch voll und ganz in eure persönlichen und beruflichen Projekte hineinstürzen könnt, ohne dass jemand sich vernachlässigt fühlt. Den direkten Saturn-Aspekt empfangt ihr, wenn ihr zwischen dem 21. Dezember und dem 3. Januar Geburtstag habt oder wenn euer Aszendent in der ersten Dekade des Steinbocks steht. Kleiner Tipp für den Aszendenten: Saturn im ersten Haus ist immer eine gute Zeit zum Abnehmen. Das passiert oft von ganz alleine, weil man so viel Stress hat und darüber das Essen vergisst. Aber denkt dran, auch wenn das ein willkommener Effekt für euch ist, ihr müsst euch unbedingt hochwertig ernähren. Der Saturn-Transit kann auch gesundheitlich sehr anstrengend sein. Saturn regiert ja die Knochen, die Knie und die Haut. Wundert euch also nicht, wenn ihr Rückenschmerzen oder Knieprobleme bekommt oder wenn eure Haut auf den Stress reagiert. Die besten Heiler für Saturn-Probleme sind die Osteopathen, ist jedenfalls meine Erfahrung. Über diesen gesundheitlichen Aspekt werden wir in meinem Workshop Saturn-Probleme heilen ausführlich reden. Und den Hinweis dazu und wann das ist, das erfahrt ihr nachher am Schluss des Videos. Jetzt müssen wir uns aber auch noch den Einfluss von Pluto anschauen. Den empfangen 2018 die Geburtstagskinder vom 7. bis 12. Januar auf die Sonne. Er zeigt einen großen Wandel im Leben an. Manche müssen sich komplett neu aufstellen und neu erfinden. Für andere bedeutet es, dass sie mehr Machtbefugnisse und mehr Einfluss bekommen. Manchmal auch beides auf einmal. Wenn es euch gelingt, diesen Wandel zu integrieren, stärkt das eure Selbstbestimmung. Leider wirkt Pluto manchmal auch durch tiefe Lebenskrisen, zum Beispiel durch einen Verlust in persönlichen Beziehungen oder auch eine gesundheitliche Kondition oder durch äußere Umstände, die wir nicht unter Kontrolle haben. Pluto konfrontiert uns mit unseren Schattenseiten, aber er weckt auch verborgene Kräfte, von denen wir gar nicht wussten, dass wir sie überhaupt haben. Wenn man aus so einer Krise herauskommt, dann ist man wie ein Phönix aus der Asche und stärker als je zuvor. Auch Lilith geht ja durch den Steinbock. Wie Saturn will sie, dass ihr euer Ding durchzieht. Bloß, dass Lilith dabei weniger den gesellschaftlichen Aufstieg im Sinn hat, als vielmehr, dass ihr authentisch seid und euer wahres Ziel verfolgt. Und das ist ja nicht immer das Gleiche wie das, was man macht, um beruflich erfolgreich zu sein. Lilith zeigt den Konflikt an, wenn eure inneren und äußeren Ziele nicht übereinstimmen. Auch in eurem Liebesleben verlangt Lilith von euch, dass ihr zu euren wahren Gefühlen steht, ob die nun gesellschaftlich passen oder nicht. Und diese Herausforderung erleben die Geburtstagskinder vom 28. Dezember bis zum 20. Januar, also die meisten Steinböcke. Danach geht Lilith ins Zeichen Wassermann. Ob sie euch dann weiter beschäftigt, hängt davon ab, in welchem Haus sie sich dann befindet oder ob ihr auch Planeten im Wassermann habt, was ja bei vielen Steinbockgeborenen der Fall ist. Das müsste man dann mal in einer persönlichen Beratung klären. Nach den ganzen Herausforderungen habe ich jetzt gute Nachrichten für euch, nämlich die günstigen Aspekte von Jupiter und Neptun. Beide sorgen für eine Atmosphäre, in der ihr trotz aller beruflichen Herausforderungen sehr gute Liebestendenzen habt und auf andere sehr attraktiv wirkt, wenn ihr der Liebe denn eine Chance gebt. Wenn ihr also zu interessanten Partys und Veranstaltungen eingeladen werdet, geht hin. Ihr werdet euch amüsieren und interessante Leute treffen. Auch die vergnügliche Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten, die mit euch auf einer Wellenlänge liegen, steht unter guten Sternen. Schöne Erlebnisse an ungewöhnlichen Orten, zum Beispiel Fernreisen oder interessante Seminare, würden euch sehr gut tun. Also plant solche Auszeiten ein. Die sind nicht nur gut für die Liebe, sondern da ladet ihr auch eure Batterien wieder auf. Wenn ihr zwischen dem 1. und dem 5. Januar geboren seid, dann wirkt Neptun auf eure Sonne und zeitweilig auch beide Planeten gleichzeitig, hier aus dem 3. Haus heraus. Und das stimmt euch romantisch und mildert den harten Einfluss von Saturn etwas ab. Den günstigen Jupiter-Aspekt hier aus dem Haus der Freunde empfangen alle Geburtstagskinder vom 1. bis zum 20. Januar. Und das ist auch finanziell ein sehr guter Einfluss. Wenn ihr dank Saturn viel zu tun habt und fleißig seid, dann wird es finanziell ein hervorragendes Jahr für euch. Gemischte Nachrichten gibt es von Uranus. Von Januar bis Mai und noch ein letztes Mal von November bis März 2019 bekommen die Geburtstagskinder vom 16. bis 20. Januar den stressigen Aspekt von Uranus hier aus dem Widder.
Und der zeigt einen Drang nach Veränderung an, in festen Beziehungen auch das Gefühl, dass man sich auseinandergelebt hat und sich trennen will. Dann wäre Beziehungsarbeit nötig und das, wo ihr sowieso schon so viel zu tun habt. Da ist dann die Frage, ist es euch eure Beziehung wert? Die müsst ihr euch ganz ernsthaft stellen. Von Mai bis November beginnt dann aber der günstige Einfluss von Uranus, der ab 2019 für 7 gute Jahre gute Tendenzen bringt. Der wird nämlich dann hier durch den Stier laufen und damit einen super Aspekt zur Steinbocksonne bilden. 2018 spüren das als erstes die Geburtstagskinder vom 21. bis 23. Dezember, dieses angenehme Gefühl von frischem Wind, Inspiration und erotischem Knistern. Und wenn ihr noch Solo seid, verspricht Uranus aufregende und interessante Flirtpartner. Zum Schluss noch eine gute Nachricht. Ab November 2018 wird der Mondknoten ins Zeichen Krebs und damit in euer Partnerhaus gehen. Dann rücken die Themen Partnerschaft und Familie wieder stärker in den Fokus. Meine Erfahrung ist, Steinböcke gelten als effektiv und karrierebewusst und das durchaus zu Recht. Aber im Grunde ihres Herzens sind sie die totalen Familienmenschen. Das war euer Erlebnishintergrund für das Jahr 2018, in dem ihr so ziemlich alles erreichen könnt, was ihr wollt. Hauptsache, ihr vergesst darüber den Humor und die Lebensfreude nicht. Alles über die Highlights und die kritischen Phasen des Jahres und natürlich, was die Liebesplaneten euch zu bieten haben, das erfahrt ihr in Teil 2 des Jahreshoroskops. Und Teil 2 wird rechtzeitig bis Neujahr online gehen. Wenn ihr euer persönliches Jahreshoroskop bei mir buchen wollt, seid ihr natürlich herzlich willkommen. Am besten ihr bestellt es über die Homepage oder ihr ruft direkt auf meinem Kundentelefon an. Und alle Infos findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier oben im Bild. Im Januar habe ich 2 wichtige Webinartermine für euch. Da ist einmal mein Webinar Saturn-Probleme heilen. Da freue ich mich schon sehr drauf, euch aus meinem Erfahrungsschatz ein paar goldene Regeln mitzugeben, wie ihr diesen Saturn-Transit meistern könnt. Von mir bekommt ihr nur solche Anregungen, die euch wirklich was nützen und von denen ich weiß, dass sie funktionieren. Da bin ich ganz der Steinbock. Der Termin ist am Freitag, den 12. Januar um 17 Uhr. Und eine Woche später leuchten dann wieder Antonias Sterne im Webinar, wie immer in einer kleinen, exklusiven Gruppe. Und jeder kann mir eine spezifische Frage zum Horoskop stellen. Und das ist dann am Freitag, den 19. Januar um 17 Uhr. Falls ihr noch ein Geschenk sucht zu Weihnachten oder überhaupt für einen lieben Menschen, der sich auch für Astrologie interessiert, möchte ich euch meine Sternzeichen-Kolliers ans Herz legen. Ihr könnt sie über mein Kundentelefon bestellen oder über meinen Shop. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage. Zum Schluss möchte ich mich von Herzen bedanken bei meiner Tochter Marilene, die meine Videos immer so toll mit mir produziert. Und bei meinem Partner Ray Merriman. Ich habe viele, viele Gespräche mit ihm geführt, um die Jahreshoroskope vorzubereiten. Und ich möchte euch sein Buch Voraussagen für 2018 wärmstens empfehlen. Vor allem, wenn ihr euch auch für Finanzen und Wirtschaftstrends interessiert. Es kostet 59 Euro und ihr könnt es über Rays Homepage bestellen. Sie heißt www.mma-europe.ch und ich verlinke euch das auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir zur Verlosung. Es gibt eine komplette Jahresvorschau mit mir zu gewinnen, also 45 Minuten Beratungsgespräch plus eine Audiodatei mit dem Mitschnitt im Gesamtwert von 155 Euro. Und diese Beratung könnt ihr wie immer gewinnen, wenn ihr mir hier auf YouTube einen konstruktiven Kommentar postet und indem ihr meinen Kanal abonniert. Einfach hier klicken und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Und schaut euch auch meine anderen Videos an, zum Beispiel meine Specials über Saturn im Steinbock, Lilith im Steinbock und den Mondknoten im Löwen. Die sind hier eingeblendet. Nun wünsche ich euch ein wunderbares neues Jahr und alles Gute mit den Sternen.